10.012,89 Euro und du findest keine Mietwohnung? Das ist tatsächlich das Gehalt des SPD-Generalsekretärs Kevin Kühnert. Und er hat in seinem Podcast verraten, ich finde trotz meines Gehalts von über 120.000 im Jahr keine Mietwohnung. Wie du, lieber Kevin, und all die anderen da draußen eine Mietwohnung finden oder dem Ziel näher kommen, erfährst du jetzt in meinem neuen Video. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen wieder bei uns hier auf unserem YouTube-Kanal. Ihr habt es mitgekriegt, 10.012,89 Euro verdient Kevin Kühnert laut Focus Online und er findet seit einem Jahr keine Mietwohnung, hat er uns im Podcast verraten. Und wie ihr es jetzt schafft, ein wenig höher auf die Pole-Position, auf Position 1 zu kommen, mit 5 kleinen Tricks, möchte ich euch mitgeben. Für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance. Sicherlich müsst ihr authentisch sein. Sicherlich müsst ihr überzeugen. Natürlich ist Persönlichkeit nicht der ausschlaggebende Punkt. Aber sei du selbst. Der erste Punkt ist aber die Vorbereitung. Und erinnert euch so ein bisschen an die letzte Präsentation vor euren Arbeitskollegen oder an die letzte Präsentation in der Schule. Ohne eine gute Vorbereitung hat das Ganze nicht so hingehauen. Punkt Nummer 1 ist also auch hier die Vorbereitung. Zur Vorbereitung gehört, dass ihr sämtliche Unterlagen fertig habt und dann mitbringt. Alles, was ihr benötigt, direkt bei dem Ersttermin vorlegen. Ein Makler, ein Vermieter wartet aktuell nicht, weil das Überangebot der Mieter so extrem groß ist. Punkt Nummer 2 möchte ich genauer auf die Unterlagen eingehen. Die Unterlagen sind eines der entscheidenden Punkte. Ganz wichtig an erster Stelle die Mieter selbst. Die Mieter-Selbstauskunft. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. An zweiter Stelle die Schufa-Auskunft. Bitte nicht älter als 3 Monate. An dritter Stelle den Gehaltsnachweis. Bitte 3 an der Zahl. An vierter Stelle die Vermieter-Freistellungsbescheinigung. Euer Vermieter soll euch bitte, euer jetziger Vermieter, bescheinigen, dass ihr der regelmäßigen Mietzahlung nachgekommen seid und es keine Mietrückstände gibt. Das heißt, Vermieter-Info. Es gibt keine Mietrückstände. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Diese Punkte müsst ihr auf jeden Fall mitbringen. Auf www.meier-dau.de findet ihr eine optimal vorbereitete Mieter-Selbstauskunft, wo ihr auch nochmal die Hinweise zu diesen Punkten bekommt. Also, direkt runterladen könnt ihr überall in Deutschland verwenden, auch wenn unser Logo drauf ist, einfach dem Makler oder dem Vermieter in die Hand drücken, damit ihr perfekt vorbereitet seid. Der dritte Punkt ist das Telefongespräch. Warum das Telefongespräch? Zeigt Interesse an der Immobilie, wo ihr einzieht. Verkauft euch schon vorher als der optimale Mieter. Nicht einfach nur eine E-Mail schreiben, sondern hey, du bewirbst dich doch gerade auf eine Wohnung. Und uns fehlen zigtausend Wohnungen in Deutschland. Die Vermieter haben aktuell eine Batterie an Auswahl. Bitte stelle gezielt Fragen zu der Immobilie und zeige dein Interesse. Zum einen natürlich über die Struktur der Immobilie. Lieber Herr Dau, was gibt es denn dort für eine Struktur in der Immobilie? Hauptsächlich Mieter, hauptsächlich Eigentümer oder eine vernünftige Mischung? Herr Dau, was gibt es denn sonst für eine Struktur innerhalb des Hauses? Jünger, älter, wie ist das Ganze ausgerichtet? Stellt gezielt Fragen zur Struktur und stellt gezielt Fragen weiterhin zur Immobilie. Gibt es Besonderheiten bei der Immobilie? Besonderheiten.
Der vierte Punkt, und den habe ich schon am Anfang genannt, weil er unglaublich wichtig ist. Wer bist du eigentlich? Sei du selber, sei authentisch. Du brauchst keinen maßgeschneiderten Anzug von Hugo Boss. Wir erleben das so oft, dass Leute richtig verkrampft vorbeikommen und wir uns denken, hey, wir wollen wissen, wer du bist. Wir wollen wissen, ob du in die Gesamtstruktur der Immobilie passt. Mein Vermietungsteam kann dort wirklich tolle Geschichten drüber erzählen. Aber wenn es im Nachgang nicht so ganz passt, dann ist das Ganze wieder ein Bumerang. Punkt Nummer 5, und das ist für mich als seriöser Dienstleister eins der wichtigsten Punkte, keine falschen Angebote. Wir möchten nicht jeden Tag mit euch essen gehen. Wir möchten auch nicht 3.000 Euro auf der Außenbahn zugesteckt bekommen, damit du deine Wohnung kriegst. Nein, wir müssen gucken, dass du in das Gesamtensemble halt zu 100% reinpasst. Also keine falschen Angebote. Keine falschen Angebote. Kommt bei uns und bei jedem seriösen Vermieter unglaublich schlecht an. Wenn du diese 5 Punkte jetzt berücksichtigst, kommst du deinem Ziel der optimalen Mietwohnung für dich ideal und ganz einfach näher. Natürlich ist das keine Garantie, weil am Ende musst auch du überzeugen. Nichtsdestotrotz, und das ist ein Appell an die Bundesregierung, liebe Bundesregierung, ihr merkt doch jetzt selber, spätestens jetzt, wenn ein Kevin Kühnert über 10.012,89 Euro als Gehalt jeden Monat verdient, über 120.000 im Jahr, und er findet keine Mietwohnung, dann muss es doch spätestens jetzt für euch ein Warnsignal sein, hey, wir müssen uns was überlegen, um den Wohnungsbau in Deutschland zu fördern. Es kann nicht angehen, dass wir KfW 55 einstampfen und es keine Alternative, keine vernünftige gibt. Uns fehlen zigtausend Wohnungen in Deutschland und gerade im Hinblick auf die uns zukommende Flüchtlingsproblematik aus der Ukraine, wo wir die Leute natürlich gerne aufnehmen, heißt es aber wieder, wenn uns jetzt schon tausende von Wohnungen fehlen und nochmal tausende von Menschen zuziehen, dann fehlen uns noch mehr Wohnungen. Das ist ganz einfach. Und lieber Kevin, ein Appell an dich. Wir brauchen ein vernünftiges Konzept, um Wohnraum in Deutschland zu fördern, um Neubauwohnungen zu schaffen. Denn durch Neubauwohnungen werden andere Wohnungen wieder frei und das Ganze ist ein Kreislauf. Wohnungen, wo ihr auszieht, die werden wieder vermietet und so weiter und so weiter. Wenn du mehr zum Thema Wohnraumvermietung erfahren möchtest, wenn du mehr Tipps haben möchtest rund um das Thema Immobilien, wenn du als Vermieter einfach auf Nummer sicher gehen möchtest und den optimalen Mieter für deine Wohnung finden möchtest, dann melde dich bei uns. Wie gesagt, auf unserer Internetseite findest du sämtliche Unterlagen, die du brauchst, natürlich nicht deine Schufa-Auskunft, aber lade es dir gerne runter. Unsere Mietverträge werden regelmäßig von unserem Rechtsanwalt und Notariat geprüft auf Rechtswirksamkeit und werden jedes Jahr aktualisiert. Ich freue mich auf dich und auf alle Themen rund um dein Lieblingsthema und mein Thema um Immobilien.